Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Wolz im Dialog, Dr. Wolz Wissensdialog. Herzlich willkommen Uwe Schröder vom Deutschen Institut für Sporternährung. Hallo. Heutiges Thema Darm, das große Thema Darm und die Frage, was können wir für unsere Darmflora tun, um sozusagen Probleme zu vermeiden? Denn gerade im Sport leiden viele Sportler häufig unter Bauchschmerzen, unter Magenverstimmungen, unter Problemen. Warum ist das eigentlich so? Ja, ich kenne das leider auch aus eigener Erfahrung als Ausdauersportler. Wir haben beim Sport mehrere Faktoren, die auf unseren Darm negativ einwirken. Das eine ist, dass während des Sports der Darm nicht gut durchblutet wird. Mhm. Das Blut geht von der Körpermitte in die Körperperipherie. Das wissen wir, wenn wir uns warm machen beim Sport, dann werden auf einmal die Muskeln gut durchblutet. Man kann die lange Hose im Winter ausziehen und das Blut ist in den äußeren Muskeln. Aber wenn es in den Muskeln ist, ist es eben zu einem geringeren Anteil im Darm. Und durch diese Minderdurchblutung des Darms gibt es oft Probleme. Dann kommt noch dazu, dass ich beim Sport oft einfach mechanische Belastungen habe. Ja. Man weiß heute, dass das Laufen, dieses stetige Aufdotzen auf dem Boden, den Darm wirklich reizt. Und eine schlechte Lauftechnik zum Beispiel, wenn ich sehr stark über die Ferse laufe, den Darm extrem beanspruchen kann. Mhm. Also hier werden ganz einfache Maßnahmen, wenn Personen Probleme beim Sport, gerade beim Laufen haben, zum Beispiel auch mal die Lauftechnik zu überprüfen, wo oft nicht dran gedacht wird. Ja, also ist ja nichts schlimmer, als wenn man jetzt kurz vorm Wettkampf sozusagen dann Durchfall bekommt oder andere Probleme und dann sozusagen in der Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt ist. Das heißt, wie kann ich als sportlich aktiver Mensch, gerade wenn ich zum Beispiel auch zu Wettkämpfen gehe oder wenn ich meinen Marathon laufen will oder wenn ich mein Tennisturnier habe, oder wie kann ich verhindern, wie kann ich vorbeugen, dass ich da diese Probleme nicht bekomme? Was sind da so die Faktoren? Ja, zunächst gilt es für mich zu analysieren, wo kommen meine Probleme denn her? Wie gesagt, die schlechte Lauftechnik, die wird ganz, ganz oft vergessen. Ein großes Problem stellt eine sehr hohe Intensität unter der Belastung dar. Hm. Wir haben oft die Situation, dass zu dicht zum Sport hin große Hauptmahlzeiten verzehrt werden mit einem großen Ballaststoffanteil, also Vollkornprodukte. Das sind oft Personen, die sich besonders gesund versorgen wollen, was ja grundsätzlich toll ist, aber in zeitlicher Nähe zum Sport ein großes Problem darstellen kann, weil wenn der Darm gut gefüllt ist und ich habe noch dann diese Erschütterung durch den Sport, dann gibt es eben sehr, sehr oft Probleme. Was oft vergessen wird, ist, dass auch das Thema Trinken auf den Darm eine große Rolle spielt. Also zum Beispiel die Überhitzung kann auch dazu führen, dass ich Darmprobleme bekomme. Hier gilt es zum Beispiel auch mal von außen zu kühlen. Also zum Beispiel mit einem nassen Handtuch oder das T-Shirt zu benässen. Und die Kühlung von innen, da habe ich auch wieder ein bisschen Druck auf den Darm, aber letztendlich mit kalten Getränken, und zwar mit sehr kalten Getränken, sogenannten Eislushies, natürlich nicht im Winter, sondern wenn es richtig knackig warm draußen ist, dann den Körper runterzukühlen. Auch das wirkt sehr, sehr positiv auf den Darm. Und noch ein Punkt, der leider oft nicht bedacht wird, weil Obst bei uns in der allgemeinen Ernährung ja grundsätzlich immer sehr positiv belegt ist, ist es natürlich auch ein tolles Lebensmittel, aber Fruchtzucker, den ich im Obst finde, der kann oft Probleme beim Sport machen, und viele, die zum Beispiel Trockenfrüchte verwenden rund um die sportliche Aktivität oder eben auch sehr fruchtzuckerreiche Lebensmittel wie Äpfel, wie Birnen und dann Darmprobleme haben, die sollten mal über diesen Konsum nachdenken und den deutlich reduzieren. Auch das kann Darmproblematiken beim Sport deutlich verbessern. Mhm. Jetzt hört man sehr viel natürlich auch über das Thema Darmflora. Ne? Das geht ja viel auch durch die Medien, man soll ja das für die Darmflora tun. Welche Rolle spielt jetzt die Darmflora in diesem Zusammenhang? Ja, die Darmflora, oder wie man neudeutsch sagt, das Darmmikrobiom, also die Fülle von Bakterien in unserem Darm, hat eine ganz entscheidende Bedeutung für die Funktionalität und auch gegen gastrointestinale Beschwerden, wie wir sagen, also Magen-Darm-Beschwerden während der Aktivität. Wir haben ja grob gesagt zwei Sorten von Bakterien in unserem Darm. Einmal welche, die uns wohlgesonnen sind, physiologisch wertvolle Bakterien, da zählen Milchsäurebakterien dazu oder Bifidobakterien, ganz viele unterschiedliche Stämme. Und wir haben einige, die uns nicht so wohlgesonnen sind. Mhm. Und es gilt, über eine gute Basisversorgung, durchaus auch mit Unterstützung von zum Beispiel Pro- und Präbiotika, dafür zu sorgen, dass diese wohlgesonnenen Darmbakterien gut aufgestellt sind und die anderen möglichst klein gehalten werden. Wir haben immer beides, und entscheidend ist,
wie viele haben wir von den guten und wie möglichst wenig haben wir von den schlechten. Mhm. Probiotika ist das Stichwort. Was sind genau Probiotika und wie wirken die im Darm? Ja, Probiotika sind letztendlich lebende Mikroorganismen. Also Bakterien, die ich in lebender Form mit Lebensmitteln zum Beispiel einnehmen kann. Es gibt tolle neue Studien, die zeigen, dass ein Gemüse und vor allem ein Obstkonsum, gerade von unbehandeltem Obst, auch deshalb mit so gesund ist, weil ich auf der Oberfläche eine Fülle von Bakterien habe, die ich damit aufnehme. Also praktisch eine natürliche probiotische Versorgung, sind natürlich nicht sehr viele, aber das ist inzwischen untersucht, dass man gezeigt hat, diese von den Bakterien besetzte Schale ist sehr, sehr positiv, nicht nur wegen der Inhaltsstoffe der Schale, sondern wegen dieser Bakterien. Und wir finden diese lebenden Bakterien zum Beispiel in vergorenen Milchprodukten, die dann natürlich auch nicht mehr erhitzt sein dürfen. Also Joghurt, Ayran, Kefir, Buttermilch, ja, sowas. Ja, genau. Das sind altbekannte Lebensmittel, die man schon seit vielen Jahrhunderten auch bei Krankheiten zum Beispiel eingesetzt hat und die sehr positiv auf den Darm wirken können. Und es gibt inzwischen die Möglichkeit, ausgewählte Bakterienstämme zum Beispiel über solche kleinen probiotischen Drinks oder besser aus meiner Sicht auch magensaftresistent über entsprechend verkapselte Produkte mit aufzunehmen, mit einem ausgewählten Spektrum an diesen probiotischen Bakterien und damit einfach meinen kleinen Helferlein ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und die Bakterienstämme aufzunehmen, von denen ich weiß, dass sie eine positive Wirkung haben. Ja, also der Vorteil ist quasi gegenüber jetzt Joghurts und anderen Nahrungsmitteln, dass eben tatsächlich diese Bakterien auch besser gegen Magen- und Gallensäure geschützt sind. Das ist ein großer Vorteil, dass ich eben durch diesen sauren Magen, der normalerweise dazu da ist, oder diese Magensäure, die dazu da ist, um gerade die Bakterien auch abzutöten, denn viele sind natürlich nicht günstig, wenn ich die direkt in meinen Darm hineinbekomme. Aber das wirkt sich eben bei den günstigen auch negativ aus. Und da sind solche Präparate, die eine magensaftresistente Kapsel zum Beispiel haben, absolut zu empfehlen. Es gibt einige Stämme, die sollen diese Magensäurebarriere auch überdauern können, aber es werden immer ein Großteil in jedem Fall abgetötet. Und deshalb haben wir in der Beratung von sportlich aktiven Menschen sehr gute Erfahrungen gemacht mit solchen Präparaten, die diese Magensäuren und natürlich auch die Gallensalze dann entsprechend gut überstehen. Ganz wichtig ist ja, glaube ich, auch die Dosierung, ne? Also dass wir da tatsächlich eine große Menge an diesen Bakterien zuführen. Was sind da so die Richtwerte? Ja, es gibt unterschiedliche Zahlen, die da empfohlen werden. Es sollte wirklich sehr, sehr viel an diesen Bakterien drin sein. Auf der einen Seite von der Gesamtmenge, aber eben auch von der Anzahl der Stämme. Ja. Also wirklich deutlich über 10 verschiedene Stämme, teilweise 20 verschiedene Stämme. Da gibt es Präparate, die das liefern, denn ich weiß ja gar nicht, welche habe ich denn jetzt in meinem Darm? Und hier gilt es eben, die positiven wirklich mit einer Breite an unterschiedlichen Stämmen in einer hohen Dosierung zu unterstützen. Und die Zahlen, die man da braucht, die sind, kann man eigentlich sich mit normalem Menschenverstand sogar nicht vorstellen, wie viel Darmbakterien. Der Dr. Wolster zum Beispiel, eins mit 120, 140, 160 Milliarden Bakterien pro Tagesdosis, das sind natürlich dann schon gewaltige Mengen, aber das ist, glaube ich, auch wichtig, damit tatsächlich auch dann große Menge dort ankommen, weil wenn wir uns vorstellen, 100 Billionen Mikroorganismen sind ungefähr in der Mikrobiota, das ist natürlich eine unglaubliche Menge und wenn man damit eine Million zuführt, das ist dann ein Tropfen auf den heißen Stein. Genau, also um die Zahl so ein bisschen nochmal einzuschätzen, wir haben mehr Bakterien in unserem Darm, als unser Körper selber Zellen hat. Ja. Also die sind eigentlich ja von diesen Bakterien auch durchdrungen. Die haben natürlich auch ganz entscheidende Wirkung auch auf die mentale Leistungsfähigkeit, beim Sport wieder wichtig, auch für das Durchhaltevermögen, für die Leistungserbringung, für die Motivation. Und deshalb ist es wirklich wichtig, hier viele Bakterien auf einmal aufzunehmen, weil man eben auch weiß, dass sie sich nur zu einem ganz geringen Anteil auch wirklich dort einnisten. Das heißt, ich brauche eine regelmäßige, kontinuierliche Zufuhr von diesen Bakterien in der hohen Dosierung. Ja, okay. Gut, also mit anderen Worten auch Probiotika, Präbiotika, das ist dann wieder dieses Thema Ballaststoffe, Präbiote, Ballaststoffe als Futter für diese Bakterien. Also diese Ernährungsform ist auch wichtig, um den Darm zu unterstützen, habe ich das richtig verstanden? Gerade im Sport, wo eben der Darm unter bestimmten Belastungen eben mal überreagieren kann. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das hat man früher sehr stark vernachlässigt, dieses Thema Darm. Mhm. Und es gibt inzwischen tolle Studien, die zeigen, dass aus dem Probiotika-Bereich hier sehr, sehr viel
Hilfestellung geleistet werden kann, nicht nur was den Darm selber anbetrifft, sondern auch zum Beispiel die Infektanfälligkeit, weil die Darmflora, das Mikrobiom natürlich einen ganz entscheidenden Einfluss auf unser Immunsystem hat. Der Darm ist ja das größte Immunorgan. Absolut, ne? Ja, genau. Und deshalb ist es auch aus diesem Grund wichtig, nicht nur wenn ich dieses Magenkrummel, dieses Unwohlsein beim Sport habe, auf eine vernünftige Darmflora zu achten. Und wir haben diese beiden großen Komponenten, einerseits die Bakterien selber aufzunehmen und andererseits eben diese Bakterien mit Futter auszustatten, und das wären dann diese Präbiotika. Okay, also wir haben wieder viel gelernt, nämlich dass man als sportlich Aktiver eben auch auf seine Darmflora achten sollte, weil der Darm uns schnell bei der sportlichen Leistung Strich durch die Rechnung machen kann, nämlich dann, wenn wir kurz vor einer intensiven Trainingsphase oder sogar vor einem Wettkampf plötzlich dann irgendwie Magen-Darm-Probleme bekommen. Und das kann man eben so ein bisschen zumindest verhindern, indem man eben die Lauftechnik verbessert, haben Sie gesagt, die Ernährung entsprechend umstellt und auch vielleicht den Darm mit Probiotika unterstützt. Ja, ich glaube, Sie haben auch hier wieder was zum Nachlesen. Ja. Genau, unsere Reihe Ernährung aktiv, Heftchen, die man bei uns kostenfrei, auch in größerer Stückzahl zum Beispiel für die Sportkameradinnen und Sportkameraden oder im Verein bestellen kann. Hier das Heft Nummer 9, Vitaler Darm für beschwerdefreie Leistung im Sport. Kleine, kurze, knackige Tipps, praxisnah dargeboten. Könnt ihr gerne bei uns auf der Internetseite anfordern oder eben auch direkt zum Download verfügbar. Also hier gerne mal reinschauen, das ist sehr, sehr praxisorientiert. Und wer es ganz genau wissen will und sich intensiv über das Thema Probiotika informieren will, dem empfehlen wir natürlich unser Buch hier. Ich bin unter anderem auch Autor, deshalb darf ich das hier mal als Schleichwerbung mit in die Kamera halten. Probiotika in der naturheilkundlichen Therapie. Also da geht es natürlich noch ein bisschen mehr ums Eingemachte. Aber wie gesagt, Thema Darm sollte man nicht vernachlässigen, nicht nur im Sport, auch allgemein. Das Thema Darmflora ist schon ganz wichtig, weil es systemisch, das heißt auf den ganzen Körper auch Auswirkungen hat. Also wir könnten jetzt, glaube ich, nochmal eine ganze Stunde reden, nur über die Auswirkungen der Darmflora auf unterschiedliche Gesundheitsbereiche. Hier ging es ja hauptsächlich jetzt erstmal um das Thema Leistungs- oder Sport und Leistung, die durch einen problematischen Darm natürlich beeinträchtigt werden kann. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gewonnen aus diesem Video und wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.